Ja, für mich war, als ich das Thema beschlossen bekommen habe, direkt einmal eine große Freude, weil das Thema Kiefer mir sehr, sehr gut gefällt. Und es war mir klar, ich habe mir überlegen, es muss eine Arbeit werden, die zum einen das Lernjahr bei mir interpretiert, zum anderen aber auch das traditionelle Jahr bei mir spiegelt. Es ist daraus dieses Traumobjekt entstanden. Primär sind es eigentlich zwei Grundelemente, es sind zwei Kiefernadelschalen, beziehungsweise Kiefernadelscheiben, die sich verbinden und einen Fokus auf einen Kiefernstoff werfen, laut sich die ganz typischen Blüten, Rosa, Orchideen, Jasminranken, die sehr typisch für Lagern sind, widerspiegeln und für das Ganze aufzustellen. Genau, ich mache dann mal weiter, weil ich habe gerade schon meine ganzen zwei Menschen aufgebaut. Auch mal gut, ich bitte dich jetzt mal da, ich habe mal alles verarbeitet, was ich wollte. Ich habe mich mit der Kiefer auseinandergesetzt und habe gesagt, okay, was gibt es alles an Kiefer? Es gibt den Kieferzweig, es gibt Kiefertasten, es gibt Kiefernadeln. Und da bin ich auf die Idee gekommen, diese Vielschichtigkeit zu präsentieren und das Ganze dann auch dimensional aufzugreifen. Also man sieht, wenn man hier durchguckt, durch die drei Dinge, sieht man die Tapfen, man sieht die Nadel, man sieht die Zweige. Und was dann halt auch noch, und da kann ich jetzt auch ein großes Lied von singen, die Floristen auch, die Kiefer hat noch ein anderes kleines Produkt in sich, ein sehr klebfreundiges, was natürlich auch schön mit der Freundschaft verbunden werden kann. Also man kann sagen, sie klebt die Freundschaft ein Leben lang aneinander. Ich meine, wenn Sie nicht bedenken, was da an Kiefernadeln bekommen ist, dann ist der Hart zwar dabei. Also wir haben, also ich habe alles gegeben. Frau Konrad, ich weiß nicht, wie versteckt ihr denn so schön hinter der Scheibe. Also ich kann Ihnen sagen, Schwarz ist schön dagegen. Ja, die Kiefer steht ja halt in Japan für was ganz anderes, wie es hier in Deutschland ist. Und es ist ja mehr ein winterliches, weihnachtliches Grün. In Japan symbolhaft für Mut, Lebenskraft, Glück und Freundschaft. Und ich habe diese Scheibe gewählt, auch in der Touristik sehr, sehr bedeutsam. Die Scheibe, der Kreis, das immer wiederkehrende Leben, das immer wiederkehrende, nie der Anfang, nie das Ende. Und diese Botschaft, Mut, Lebenskraft, Glück und Freundschaft wünsche ich unseren Freunden in der Tat in Japan. Und wir haben einmal einen sehr, sehr schönen Satz zu mir gesagt, Freundschaft. Sie wissen, dass der andere weiß, was nächste alles weiß. Also Freundschaft. Vielen Dank.